Ja, ich habe mich in letzter Zeit öfters mit Pandoc auseinandergesetzt, also noch öfters als sonst vorher. Und ich wollte euch mal dieses tolle Tool näher bringen und was es überhaupt tut. Und dafür ist dieser Talk da. Und was Pandoc macht, ist im Prinzip Markup-Languages in andere Markup-Languages umformen. Das heißt, wenn man irgendwie so ein Dokument in HTML hat, zum Beispiel, Maus. Beispielsweise sowas hier, die Gitman-Page in HTML-Format. Kann ich diese Datei, die auf meinem Rechner liegt, jetzt einfach in Pandoc reintun. Sage ihm, dass er das meinetwegen zu LaTeX konvertieren soll. Gib ihm den Pfad dazu. Und dann spuckt er mir das auf mein Terminal drauf. Und ihr seht schon, das ist offensichtlich LaTeX-Code. Wenn ich das jetzt einmal in eine Datei umleite. Achso, das muss ich davor tun. Dann ist das nachher auch in meiner Datei drin. Tada! Was es auch tun kann, ist aus dem LaTeX gleich eine PDF-Datei machen. Die dann offensichtlich sehr LaTeX-ig aussieht und den gleichen Inhalt hat wie meine HTML-Datei vorher. Genau. Und wenn ich jetzt beispielsweise diese HTML-Seite nicht als LaTeX haben will, sondern vielleicht irgendwie in ein MediaWiki tun will oder so, dann sage ich einfach, dass er das zu MediaWiki konvertieren soll. Kriegt dann entsprechend den MediaWiki-Code. Ja, und das kann man beliebig weiterführen. Manpage hat auch einen sehr großen Absatz an unterstützten Markup-Languages. Genau. Was Pandoc aber sehr gut kann, sage ich mal, ist Markdown. Ich tue das mal in eine Testdatei. Ich sollte meine neue Brille anschaffen, damit ich sehen kann, was ich tippe. So, das ist offensichtlich eine Markdown-Datei und ja, Markdown ist ja so, dass es eigentlich nur so ein vereinfachtes HTML ist, deswegen sind hier noch Div-Tags drin. Aber wir können ja mal gucken, was wir da rauskriegen, wenn wir das jetzt weiterverarbeiten. Ihr seht schon hier, diese Subheaders sind da immer drin, so diese typischen Mailpage-Sections, wie Name und Synopsis und Description und sowas. Und Pandoc kann jetzt daraus auch einfach also mit LaTeX Beamer eine Präsentation machen. Mal gucken, wie das aussieht. Ich habe das vorher noch nicht ausprobiert mit dieser Manpage. Du hast recht, da stand ein Error, Converting End Group. Okay, dann geht das wohl nicht damit. Gut, dann nehme ich ein anderes Beispiel, nämlich da, wo ich eigentlich hin will. Ich habe ja irgendwann mal angefangen, unsere Satzungen und Beitragsordnungen und so in einem GitHub-Repo aufzubewahren. Und in der Vergangenheit waren das direkt LaTeX-Dateien, die ich damals handgecraftet habe. Und das habe ich jetzt alles umgestellt nach Markdown. Und hier, dann kann ich das vielleicht auch so ein bisschen besser erklären. Genau, ja, diese Überschriften in Markdown sehen so aus, halt diese Gleichzeichen darunter. Und wenn ich das jetzt nach PDF rendern würde, dann versuchen wir das mal damit. Okay, da sind Unicode-Zeichen drin, was LaTeX stört. Deswegen versuche ich das mal mit Xetech zu rendern, wie es mir das sagt. Und mein Rechner ist nicht der schnellste. Ah, das scheint zu klappen. Und jetzt habe ich hier eine Beamer-Präsentation. Und zwar, ja, im Prinzip die Folien sind immer an den
ja, an diesen Überschriften halt orientiert, ne? Was jetzt nicht so ganz Sinn macht bei einer Satzung, aber wenn man vielleicht so eine Präsentation damit machen will, dann sieht das auch hoffentlich ordentlich aus. Gut. Ihr habt vielleicht schon gesehen, hier oben ist irgendwie so eine Sektion drüber. Das nennt sich YAML-Header bei Markdown. Machen auch viele andere Tools, die irgendwie Markdown verarbeiten. Da kann man dann noch so Metadaten reintun und so. Und bei Pandoc ist es dann halt so, dass man hier so den Titel setzen kann oder das Datum. Und in meinem Fall auch noch andere Variablen, komme ich vielleicht noch später drauf. Und hier so ein mehr Terminal. Wenn ich rendere das noch mal kurz nach normales PDF, um das zu zeigen. So, das sind diese Variablen, die sozusagen hier oben in dem im LaTeX Make-Title sozusagen erscheinen. Oh Gott, Markdown. Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal irgendwie einen Autor hinzufügen möchte, dann sage ich einfach Rohib. Ach Gott, ihr habt eine bessere Brille als ich, das ist gut. Und mache das Ganze nochmal. Und dann kommt hier hoffentlich ein Feld dazu. Tada! Ja, genau. Pandoc kann aber nicht nur dieses Standard-LaTeX-Layout machen, also diese Standard-LaTeX-Dokumentklasse, sondern wenn man jetzt zum Beispiel Pandoc-Groß-D benutzt mit einem Format dahinter, dann sieht man das Template, mit dem das gerendert wird. Ich tue das mal in eine Datei, damit ich es highlighten kann. Und hier sind ganz viele Variablen drin, so zum Beispiel hier dieses Dollar Line Stretch Dollar, oder irgendwo müsste auch hier so ein Author reinkommen, genau. Kann auch so ein bisschen Kontrollstrukturen wie Ifs oder bei Listen halt auch so For Loops darüber machen. Und dieses Standard-Template halt hat halt ganz viel Zeug schon drin, was von Pandoc alles unterstützt wird. Hier zum Beispiel irgendwie so, was habe ich gerade gesehen? Wenn man irgendwie eine Bibliografie hat, dann rendert das die auch gleich mit rein. Genau. Und dieses Standard-Template kann man jetzt sagen, anpassen auf seine eigenen Bedürfnisse. Ich habe das mal mit unserer Corporate Identity versehen und habe jetzt sozusagen ein eigenes Template gemacht, was hier oben halt eine spezielle Dokumentklasse benutzt. Und wenn ich das damit rendern würde, müsste ich das hier als Template angeben. Hieß es Pandoc Template. Satzung Markdown nach. Achso, ich muss ihm noch ein Output-Format geben. Huch. Achso, ich muss das CTech noch reinwerfen. LaTeX Engine. Ach, das sind Dinge, die ich noch nicht committed habe in dieser Version. Gehe ich mal in mein eigentliches Repo dafür, wo auch mehr Working Space ist. Das zu. Dann sieht es nach uns aus. Yay! Und das ist aktuell so mein Workflow, wie ich
diese Dinge, die diese PDFs, die im Wiki erscheinen, rendere. Es ist noch nicht alles fertig. Ich versuche das so ein bisschen zu vereinheitlichen, auch mit den ganzen anderen Dingen, die wir liegen haben, so Beitragsordnung und sowas. Aber wir haben ja auch im Wiki diese Seite Satzung irgendwie. Und die sieht so aus. Und das ist natürlich Media-Wiki-Code, den ich da reinwerfen will. Deswegen kann ich hier jetzt auch einfach sagen, dass er das in Media-Wiki-Code rendern soll. Und habe ich da Media-Wiki-Code. Und das kann ich da auch einfach reinwerfen. Und im Endeffekt muss ich nur diese Satzung.markdown ändern. Beziehungsweise Leute können gegen diese Satzung Markdown Pull-Requests stellen und es ist halt alles schön lesbar und sie müssen kein LaTeX verstehen und es wird alles automatisch aktualisiert. Genau. Fragen dazu? Ja, du hast gerade so ein Template-Ding gezeigt, es sah aus wie ein Tech-Template, aber gerade hast du das auch angegeben in dieser Kommandozeile, aber jetzt ist Markdown rausgefallen. Das ist der Fug. Zeig mal, was du meinst. Da hast du minus in das Template, Templates Pandoc Template angegeben. Ja. Und eben hast du uns so ein Template gezeigt und das Template sah aus wie ein sehr LaTeX-spezifisches Template. Das endet zum Beispiel mit End-Document. Ja, das ist genau das Template. Moment. Also dieses hier, was ich meine. Genau, das ist ja erkennbar ein Tech-Template. Das ist erkennbar ein Tech-Template, genau. Und gerade hast du dieses Template angegeben, um das Tech zu machen, und dann ist auch das Richtige passiert. Dann hast du den Typ auf MediaWiki geändert. Ah, die Serie ist nur explode. Das Geheimnis dahinter ist, dass Pandoc hinter diesen Dateinamen einen Punkt LaTeX hängt. Ah, okay. Oder halt ein Punkt MediaWiki. Und oder ein Punkt MediaWiki, genau. Und ich habe sogar schon insofern vorgearbeitet, dass ich hier ein .mediawiki-Datei habe, die auch diese ganzen Dinge, die hier schon drin sind, nämlich hier oben diese Notiz oder sowas, schon beinhaltet. Ja, danke. Genau. Das Ganze ist in deinem GitHub? Das Ganze ist bald nach diesem Vortrag auf dem Stratum 0 GitHub Dokumente-Repo hier. Also ich habe da schon einen Branch angelegt, auf den ich immer fleißig pushe. Und den werde ich wahrscheinlich demnächst mergen. Das hängt so ein bisschen davon ab, dass ich diese neue Dokumentklasse S0 Article irgendwie gepackaged kriege. Und dann wird das auch mit Kummerwills Beamer Template zusammen gemerged und ist dann nur noch ein Repo. So dass man nicht fünf verschiedene Dinge installieren muss, um das gleiche zu tun. Genau. Warum liegt das auf dem GitHub und nicht im GitLab? Weil das auf eine Zeit zurückgeht, auf der es noch kein GitLab bei uns gab. Aber Pandoc kann doch nicht so magische Dinge wie PDF wieder in LaTeX verwandeln, oder? Nein, das ist irgendwie eine sehr oft gestellte Frage im Pandoc IRC-Channel. Nein, kann es nicht. Aber es kann zum Beispiel auch so tolle Dinge wie Manpages erstellen. Wenn ich nämlich hier in das Pandoc-Repo reingehe, dann steht hier eine manual.txt und das ist im Endeffekt die Manpage zu Pandoc in Markdown-Format. Ja. Da steht auch irgendwo drin, ich mache die mal lesbar. Da steht auch irgendwo drin unten, was man alles benutzen kann als Variablen in seinen Templates zum Beispiel. Oder ich glaube da drunter irgendwo. Da drunter steht auch, wie Pandoc das Markdown interpretiert und was man alles benutzen kann. Da sind zum Beispiel auch so Dinge drin wie Tabellen hier. Bilder rein, glaube ich. Irgendwie kriegt man auch Bilder rein, ja, das macht GitHub ja auch. Es ist sehr umfangreich. Genau, hier Tabellen zum Beispiel, die dann auch schön gerendert werden. Andere Tabellen, mehr Syntax für Tabellen.
vereinfachte Syntax für dieses YAML-Template, für diesen YAML-Header oben drin. Metadaten, genau, ja, alles Mögliche. Unter anderem auch so Fußnoten zum Beispiel oder halt auch Erweiterungen für Citations. Ja. Soweit alles klar. Womit hast du die Übersetzung gemacht? Welche Übersetzung? Wiki? Bitte? In Wiki ist die Satzung auf Englisch. Achso, das hat Lasern gemacht. Die ist von Hand übersetzt. Die ist von Hand übersetzt, ja. Ich würde vermuten, dass sich das mit dem Pandoc auch wunderbar mit POVA kombinieren lässt, also POVA. Das ist im Prinzip Gettext auf nicht Programme. Habe ich noch nicht irgendwie drüber nachgedacht, ob man das automatisieren kann, aber ja, warum nicht? Du hast dann halt explizit das Mapping von jedem deutschen Satz auf den englischen Satz. Was nicht ja, gut funktioniert. Das hat man ja jetzt auch. Wo die absetzen. Nur, dass es halt alles zusammen in einem Dokument ist. Also hintereinander, in Satzform. Man muss sie sowieso manuell irgendwie übersetzen und wenn die Satzung geändert wird, dann muss man sie irgendwie nachtragen. Und also das lässt sich wahrscheinlich nicht so einfach machen. Man kann sie natürlich auch einfach in eine Google-Übersetzung reinwerfen, aber ja. Sorry? Ja. Frage, wie gut funktioniert denn so die Konvertierung, wenn ich da jetzt so latisch reingebe, nach irgendwas anderem? Was für Pakete unterstützt das denn, was es vernünftig übersetzen kann? Wir können ja mal gucken. Ich habe hier noch ganz alte Dinge wie Mitgliederversammlungsprotokolle. 2016. Hoppala. Ja, manchmal sieht es etwas komisch aus, das stimmt. Aber so die grundlegenden Dinge, so wie Überschriften oder so, also du siehst halt hier auch, dass da noch irgendwie so HTML-Code drin ist, den es dann in Markdown rendert. Das hier ist in dem Original, ist das eine Tabelle. Wie man sieht, ist davon nicht viel übergeblieben. Also ja, es sind noch Und-Zeichen dazwischen. Das muss vorher schon ein Pandoc in jedes Tech-File gewesen sein, damit es das ordentlich wieder in die andere Richtung schieben kann, wahrscheinlich. Dann geht es wahrscheinlich noch ein Stückchen besser. In dem Fall geht es natürlich am besten, ja. Ansonsten versucht es halt möglichst gut zu versuchen, das zu konvertieren, was nicht immer klappt. Oh, hier ist eine Tabelle draus geworden, cool. Was auch immer diese 2 hier oben bedeutet. Ach, das ist eine Seitenzahl, glaube ich, oder? Kann das? Nee, nee. Aber es nimmt dann schon mal eine ganze Menge Arbeit ab. Ja, genau. So diese grundlegenden Sachen halt. Und dann kann man irgendwie nochmal mit dem Regex-Filter drüber gehen, zum Beispiel. Ja. Oh, was ich vergessen habe, wofür ich jetzt kein Beispiel habe, aber wenn ich Markdown mit Pandoc nach LaTeX rendere, dann kann ich da drin auch diese Backslash-Command-Syntax von LaTeX direkt selbst benutzen. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn man irgendwie so ein semantisches Markdown machen will, was zum Beispiel, oder wenn man sich irgendwie eigene Commands definiert hat, sowas wie ich möchte ein Befehl typesetten und der soll dann immer irgendwie in Monospace gesetzt werden, dann macht man Backslash Befehl und dann den Befehl, den man haben will und definiert sich dafür ein Command in LaTeX und tut das dann nachher halt in sein Template rein und dann hat man sozusagen diesen LaTeX-Befehl direkt in Markdown benutzt und Pandoc kann das auch direkt umsetzen damit. Geht aber dann nur, wenn man natürlich nach LaTeX ändert. Jo. Auch ja, DocX geht auch. Dafür erstellst du dir ein Referenz.docx, in dem du diese Variablen alle einfügst. Kann auch mit ODT und mit EPUB und so geht das auch. Das heißt, ich kann dann mit EPUB irgendwie meine Dokus E-Book-Reader fertig machen und dann nach Ruby konvertieren, ja, genau. Wenn ich ein Kindle habe. Es gibt auch noch für die meisten Formate so eigene
eigene Kommandozeilen, Schalter, mit denen man nochmal sagen kann, was eigentlich so wirklich passieren soll. EPUB hat zum Beispiel hier so ein Cover-Image, das man angeben kann. Oder man kann auch ein Stylesheet definieren oder irgendwie sowas halt. Ne? Oder ja, Metadaten da reintun. Ja. Es ist sehr umfangreich. Okay.